Leute, heute habe ich die ersten Leaks oder den ersten Leak für eine neue Fraktion in X-Defined. Wie die heißt, kann ich euch leider noch nicht sagen, aber ich habe 3 von 4 Fähigkeiten. Leider ist die Qualität alles andere als gut. In diesem kleinen Bild, wie ihr vielleicht selber sehen könnt, die ultimative Fähigkeit heißt Flashing Shield, die zweite heißt Shock Barbed Wire und einer der taktischen Fähigkeiten heißt ADS und die vierte gibt es noch keine Beschreibung. Warum, weshalb, kann ich leider nicht sagen. Ist kein vollständiger Leak. Man muss schon echt genau gucken, was da steht. Die ultimative Fähigkeit ist ein elektrisches Schild. Du kannst, es gibt ja noch eine Klasse hier, wo du so ein Schild vor dir hast, damit kannst du Gegner stoßen, kannst Schüsse abwehren und es gibt jetzt eine Charakterklasse, die dann irgendwann demnächst kommt, wahrscheinlich in der ersten Season möglicherweise. Da hast du ein Schild, was elektrisch geladen ist. Damit kannst du deine Gegner stoßen, die kriegen dann einen elektrischen Schlag oder Stoß und können sich wahrscheinlich kurz nicht wehren. Hier sehen wir zum Beispiel gerade ein Schild und das ist aber eben wahrscheinlich auch mit einer schicken Animation mit irgendwelchen elektronischen Blitzen und hast du nicht gesehen, animiert. Du schockst halt den Gegner. Gibt bestimmt nochmal extra Damage. Man sieht die Erklärung nur noch sehr, sehr schlecht. Die nächste Fähigkeit nennt sich Shocked Barbed Wire. Das sind quasi Stacheldrähte. Und wenn ich das richtig rauslese, kannst du 3 davon hinlegen und wenn ein Gegner da reinläuft, wird er ebenfalls verlangsamt, kriegt einen elektrischen Schock, nimmt dabei Schaden und du kannst den Gegner easy runterschießen. Und eine der aktiven Fähigkeiten, die du dir auswählen kannst, eins davon heißt ADS, Activated Ability quasi, Deploy an Active Defensive System, also das ADS heißt nicht Aim Down Sights, das ist klar. Du kannst, ähnlich wie bei Apex Legends und Watson und ihrem Mast, kannst du wie das Trophy-System von COD zum Beispiel, kannst du das ablegen und wenn Gegner Granaten in deine Richtung werfen, wird dieses System diese Granaten abfangen. Das natürlich nur in einem gewissen Umkreis, das sollte klar sein. Und wie gesagt, die vierte Fähigkeit ist leider noch nicht ganz klar, was das sein soll. Geht man davon aus, dass es vielleicht die erste Fraktion in Season 1 sein wird, aber mindestens im ersten Jahr. Davon sollten wir ausgehen. Wie die Fraktion heißt, wie gesagt, kann ich leider nicht sagen. Mehr zum Thema X-Defined auf meinem Kanal. Schaut vorbei, abonniert, kommentiert, würde ich mich sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.